One Piece ist ein gigantisches Universum voller bunter Charaktere mit den verschiedensten Fähigkeiten. Vom Verwandeln in ein Tier bis hin zu gottgleichen Fähigkeiten ist alles vertreten. Und um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden, herzlich willkommen zurück zu meinem One Piece Anfängerguide. Heute Teufelsfrüchte. Und spätestens hier muss ich eine eindeutige Spoilerwarnung aussprechen. Wenn dich das erste Video schon überzeugt hat, dass du One Piece in seinem kompletten Umfang lesen oder auch schauen willst, dann schalte jetzt auf jeden Fall ab. Ab diesem Video werden die Anfängerguides maßgebliche Spoiler enthalten, außer für Wano Kuni natürlich. Letzte Warnung, wenn du alles selber im Manga oder Anime erfahren willst, dann schalte jetzt auf jeden Fall ab. Wie ich bereits im ersten Video erwähnt habe, sind Teufelsfrüchte das, was One Piece so besonders macht. Und ich denke, so gut wie jedem sollte zumindest das Wort etwas sagen, daher let's go! Ein Disclaimer fehlt allerdings noch, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht alles, was ich euch gleich erzähle, gilt immer. Es gibt hier und da vereinzelte Ausnahmen, die werde ich allerdings nicht hier drin direkt erwähnen, sondern dann, wenn wir in den Videos darüber sprechen. Teufelskräfte erhält man durch Teufelsfrüchte. Die, wer hätte das gedacht, in Form von Früchten auf... Das ist jetzt ein bisschen doof. Das Skript ist schon ein bisschen älter und erst vor ein paar Tagen wurde die Mensch-Mensch-Frucht gezeigt. Und naja, nach allem, was ich an Recherche gefunden habe, sind Pilze jetzt nicht unbedingt Früchte. Also sollte man das mit den Früchten vielleicht gar nicht mal mehr so eng sehen. Aber eigentlich macht es auch gar keinen Unterschied. Egal, wir haben sie trotzdem schon in allen möglichen Formen und Farben gesehen. Wichtig, der erste Bissen zählt. Wer diesen nimmt, erhält die Kraft. Danach ist die Teufelsfrucht nur noch eine echt mies schmeckende, aber dafür sehr hübsch anzusehende Frucht. Wie schnell man die Kräfte einer Frucht erhält, ist schwer zu sagen. Aus dem Enies Lobby Arc wissen wir, dass Ecke und Kalifa einige Zeit brauchten, bis die Früchte ihre Wirkung zeigten, aber in Dressrosa sahen wir, wie Sabo die Feuerfrucht gegessen hat und der konnte sie nahezu sofort anwenden. Eventuell liegt das aber auch daran, dass Sabo wusste, was die Frucht tut. Jede Frucht hat ein einzigartiges Aussehen und verleiht genau eine Teufelskraft. Jedoch sollte man hierbei sagen, dass das nicht zwingend heißt, dass man nur eine Fähigkeit erhält. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal verwirrend, behalte das aber einfach für gleich im Hinterkopf. Es gibt ein paar einfache, aber doch eiserne Regeln zu Teufelskräften, die man kennen sollte. Erstens, man kann nur eine Teufelsfrucht essen. Sonst würden die Kräfte in einem selbst kämpfen und das würde solche Ausmaße annehmen, dass es den eigenen Körper einfach nur zerfetzen würde. Zweitens, kommt ein Teufelsfruchtnutzer in Kontakt mit Meerwasser oder Seestein, so verliert er seine Kräfte. Er ist nicht sofort tot und auch nicht ohnmächtig. Er ist nur komplett kraftlos und sinkt wie ein Stein zum Grund des Meeres. Wie poetisch. Drittens, stirbt ein Teufelsfruchtnutzer, so ist die Frucht nicht weg. Der Geist bzw. der Teufel wandert in die nächstmögliche Frucht und verwandelt sich dort wieder in die Teufelsfrucht. Und hier noch ein kleiner Einwurf von mir. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht hundertprozentig klar, ob es immer dieselbe Frucht sein muss oder ob das keine Rolle spielt. Ich möchte nur den Kommentaren vorgreifen, ich bin da genauso ratlos wie ihr. Teufelskräfte lassen sich in drei Arten einordnen. Zoan, Paramecia und Logia. Wir fangen mit Zoan an, weil alphabetische Reihenfolge. Mancher könnte sagen, ich hätte eine gegessen, so wie ich aussehe mit dem Fell und dem Ding da. Aber ernsthaft, Zoan-Früchte verleihen die Kräfte, sich in ein Tier zu verwandeln und der Begriff Tier ist hierbei sehr weit gefasst. Denn es gibt auch zwei Arten, die besonders sind unter den Zoan-Früchten, antike und mystische. Und auch wenn ich glaube, dass antik eigentlich relativ selbsterklärend ist, will ich trotzdem nochmal kurz darüber sprechen, denn Dinos und mehr Dinos ist gleich mehr gut, merkt euch das. Aber tatsächlich ist das auch eine ziemlich genaue Erklärung. Alles, was schon sehr lange ausgestorben ist, ist eine antike Zoan-Frucht. Beispiele hierbei wären das Mammut und der Allosaurus. Natürlich wieder Stand 909, denn ja, wir kennen mittlerweile mehr davon, aber wir wollen ja die Überraschung nicht vorwegnehmen. Mystisch ist das schon etwas interessanter. Kommt ein Tier aus einer Sage oder hat es eine magische Fähigkeit, dann ist es in der Regel eine mystische Zoan-Frucht. Prominente Beispiele hierbei wären der Phönix oder beispielsweise auch der Buddha. Und ja, es gibt auch die Mensch-Mensch-Zoan-Frucht. Und jetzt rufen wir uns meine Aussage von vorhin nochmal ins Gedächtnis. Wenn man eine Teufelsfrucht ist, erhält man deren Fähigkeit, aber nicht zwingend nur eine Fähigkeit. Mystische Zoan-Früchte gehören genau zu diesen Arten von Früchten, die einem durchaus mehr als nur die Möglichkeit der Verwandlung bieten. Nehmen wir als Beispiel einfach mal Marco, weil an ihm lässt sich das sehr gut erklären und Phönixe sind einfach unglaublich cool. Marco, das ist der Ananaskopf hier, hat die Phönixfrucht gegessen. Jetzt kann er sich in einen verwandeln. Und jetzt die große Preisfrage, wofür sind Phönixe bekannt? Genau, fürs Brennen und ihre Wiederherstellungsfähigkeiten. Und genau das kann Marco auch, wobei seine Flammen vermutlich nur zum Heilen dienen und keinen Schaden verursachen. Wie gesagt, vermutlich. Aber das machen mystische Zoan-Früchte halt. Tierverwandlung und Magie. Und jetzt kommen wir zu den Logia-Kräften. Wie ich gesagt habe, alphabetisch. Und hier kommen alle Naturgewalten unter. Du möchtest Feuer pupsen? Hier, bitteschön. Blitze aus den Ohren? Here you go, girl. Magma aus den Händen? Viel Spaß damit, aber sei bitte vorsichtig.
Klingt vielleicht ein bisschen überzogen, aber Logia-Kräfte sind halt sehr simpel. Elementarkontrolle. Und das ist es in der Regel auch. Aber es wäre ja viel zu lame, wenn es da schon aufhören würde. Und deshalb hat sich Oda einen kleinen Kniff ausgedacht, den er bei Logia-Kräften noch oben drauf gepackt hat. Logia-Nutzer sind immun gegen physische Attacken. Warum, fragt ihr? Weil man selbst zum Elementar wird. Man erhält quasi einen flüssigen Körper. Jedoch sollte man direkt an der Stelle erwähnen, es gibt mittlerweile Mittel und Wege, wie man das Ganze umgehen kann. Ach, und wenn wir gerade beim Thema sind, Ruffy hat keine Logia-Frucht. Die Gum-Gum-Frucht ist eine Paramezia. Und wo wir gerade beim Thema sind, Paramezia-Früchte sind die Kräfte, die sich nicht eindeutig zu Logia oder Zoan zählen lassen. Das ist, glaube ich, die simpelste Erklärung, denn das ist mit Abstand die am weitesten verbreitete Art von Teufelsfrüchten, aber auch mit Abstand die vielseitigste. Von der Alabasterfrucht, die Reibung der eigenen Haut aufhebt, bis hin zur Zielfrucht, mit der alles, was man wirft, das Ziel verfolgt, ist eigentlich alles dabei. Und ich meine, es gibt die Operationsfrucht, die Gum-Gum-Frucht, die Fadenfrucht, die Seelenfrucht, die Mochi-Frucht, die Barrierenfrucht, die Ringfrucht und so viele andere. Alle aufzuzählen und zu erklären, würde einfach den Rahmen sprengen. Daher merkt euch einfach, kann man eine Frucht nicht eindeutig zu Logia oder Zoan-Kräften einordnen, dann ist es mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit eine Paramezia-Frucht. Und diese müsste man in der Regel auch sehr einzeln betrachten, weil man über Paramezia-Früchte nur sehr wenig im Allgemeinen sagen kann, die sind einfach viel zu unterschiedlich dafür. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, mal über das Erwachen zu sprechen, und darüber ist in etwa so viel bekannt wie über das von Piece selbst, nämlich nahezu nichts. Beim Erwachen geht es quasi darum, die eigene Frucht auf das nächste Level zu heben, was anscheinend Zugang zu komplett neuen Fähigkeiten gibt. Wir wissen bisher nur, dass sich das Erwachen auch auf die Umgebung beziehen kann und das Erwachen von Zoan-Kräften eine unglaubliche Regeneration verleiht. Wir kennen noch eine Handvoll von Teufelsfruchtnutzern, die das bereits geschafft haben und unzählige mehr, die da vermutlich ebenfalls reinfallen, aber halt noch nicht bestätigt sind. Gezeigt haben es zum Beispiel Doflamingo oder Katakuri, aber auch die Tierwerte aus Impel Down waren erwachte Zoan-Nutzer. Und wer da theoretisch noch alles reinziehen könnte? Naja, wie wär's mit Big Mom, Kaido, King, Queen, Jack, Smoothie, X-Drake, nahezu jeder der Admirale und theoretisch auch Crocodile, und da könnte man noch unendlich viele aufzählen. Es gibt sehr, sehr viele Charaktere, die da wie gesagt potenziell reinzählen, aber keiner davon ist bisher offiziell bestätigt. Und damit sind wir schon am Ende des zweiten Videos der Anfänger-Guide-Reihe. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann das Haki an, so viel kann ich schon mal verraten. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich extrem um ein Abo und ein Like freuen würde und dass mir eure Meinung zu dem Video natürlich extrem wichtig ist. Ich probiere in der Reihe so ein kleines bisschen rum und mache ein paar Experimente, deswegen lasst eure Meinung unglaublich gern in den Kommentaren da. Und ganz wichtig, habe ich irgendwas vergessen? Wenn dem so ist, dann schreibt das auch unbedingt da unten rein. Und ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nichts weiter übrig, als euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Macht doch irgendwas Tolles und vergesst auf gar keinen Fall, niedliche Tiere zu streicheln. Bis dahin, ich sag ciao und tschüss.